Also wäre nie jemand auf die Idee gekommen. Also, dass es Attentate, also sowas hat es in der DDR einfach nicht Das hat gegeben. es gegeben in der Wendezeit, also als die DDR noch existierte, aber sozusagen die Straße eine große Rolle spielte und da wollte mich mal einer totschlagen, das habe ich auch erlebt, ja. Was? Ein Was? Bauarbeiter wollte mich, der Freitag so ein Hühner, ja, der kam auf mich zu und wollte, ich sagte, ja, du, wieso bist du schweinig im Gefängnis? Er hatte gelesen, dass ich drin bin und nun war ich wieder draußen. Wieso bist du schweinig im Gefängnis und ich schlag dich tot und dafür gehe ich gerne 20 Jahre im Bau. Und nur die Tatsache, dass ich mein Kind bei mir hatte, die Dreijährige, ich habe die hochgenommen, habe mein Kind geschützt und das regte alle anderen ringsherum auf und die verteidigten mich dann und drängten ihn ab. Der kam übrigens anderthalb Jahre später und entschuldigte sich bei mir.